Willkommen zu Folge 2 unseres Let's Plays Europa Universalis 4. Wir starten ins Jahr 1358 und schreiben hoffentlich Geschichte. Wir wollen ja hier eine Flotte aufbauen, um unsere Armee nach Moria zu bringen und damit Achaea zu überfallen, wie man so schön neudeutsch sagt. Das Boot hier ist das dritte und letzte, wo wir noch brauchen. Und da wir einen ziemlich miesen König haben, nehmen wir gerade mal den. Kann der schon los. Flotte hat noch Admiral. Die Armee hat einen General. Jetzt fehlt noch die Kriegserklärung. Okay, wieder peinlich. Den müssen wir abziehen. Na super. Kriegsgrund und müssen mit Albanien als Kriegsgegner rechnen. Verbündeten haben wir noch nicht, aber wir arbeiten dran. Und Attacke und mit der Flotte unterstützen wir. Check. Ja. Achaea und Albanien. Wir gehen eins runter. Wir sehen hier schon einen Fight. Mamelucken gegen Ottomanen. Wer ist hier im Krieg? Supi. Natürlich, jeder Krieg gegen unser Erzfeind, die Ottomanen, beschäftigt, ist gut für uns. Der Krieg hier sieht gut aus.
Wir werden nicht belagert, aber die Ottomanen müssen sich wehren. Das kann nicht schaden. Ja, unsere Armee ist noch zu klein, die können wir nicht splitten. Stimmt, gegen Epirus. Und die Albanien auch wehren, das ist hervorragend. So, was wir oft vergessen, ist die Kriegssteuer. Da wir eine stabile Moral haben und ein befriedetes Land, können wir uns das leisten. Inflation gleichbleibend 0. Kriegsmüdigkeit. Ja, Steigerung. Stabilität. Sehr zu empfehlen. Zielwert ist 2 bis 3. 2 über Punkte mit der Macht. Den dritten müssen wir über Zufallsereignisse uns holen oder eben auch lassen. Gut, gehen wir Gas. Wie sieht es hier aus? Kämpft gegen Serbien. Okay. Das ist schlecht. Manche Macht haben wir mehr. Sizilien. Das wird so nicht bleiben können. Flotte am Bosporus steht auch. Wird bei Bedarf noch kurz mit dem Admiral ausgestattet und dann vor den Hafen geschickt. Ja, und wir können dann von Achaea über Epirus nach Albanien gehen. Zugang, also auch diese formelle Sache, die steht. Ja, hier läuft's gut. Für Bosnien, Bulgarien, Montenegro. Das wird Serbien klein halten und Bulgarien beschäftigen. Hervorragend. Langfristig müssen wir uns natürlich eine größere Armee zulegen, zumindest mit 8 Armeen oder Divisionen, wie man es nennen möchte, dass man ein Land lagern können und ein zweites angreifen oder uns wehren. Den Diplomaten lassen wir uns frei, weil Friedensverhandlungen müssen wir auch führen demnächst und da brauchen wir wieder einen Diplomaten. Mannstärke 12.000 läuft, Geld läuft auch, hervorragend. Das passt schon, also es geht weiter. Die Seeschlacht war nur Formsache. Ja, minimale Beschädigungen. Die
den, wir rufen mal ab. Wir machen hier weiter. Wollen wir uns jetzt weiter um Serbien kümmern oder jetzt zum Sieger gegen Bulgarien? Vermutlich macht doch Bulgarien mehr Sinn. Welt hat offenbar schon ein Bündnissystem erfolgreich aufgebaut. Da schließen wir uns gerne an. So. Bringt es zu Ende. Schön. Da auf der Siegerstraße stehen und keine Gefahr haben. Macht man auch die Belagerung fertig. Auch Albanien ist natürlich ein Zielgebiet von uns, das zu uns passt. Wir haben immerhin die Kernprovinz. Also vollkommen legitim. Bosnien als Partner. Wir haben noch keinen. Gegen Serbien? Ja. Gegen Ungarn? Nein. Können Sie das gegen Ungarn Negativpunkte bringen? Vielleicht. Sei es drum. Ja, diese kleinen Staaten, ne, sind natürlich alles prinzipielle Opfer, die aber vermutlich von anderen schon vor uns geschluckt werden. Auch Bosnien und die Walachei haben langfristig keine Überlebenschancen. Das sind die Zwischenstaaten, die mal an Rebellion wieder entstehen oder auch einen verlorenen Krieg, aber langfristig immer Teil eines Großreiches wohl sein werden. Ja, die Belagerung zieht sich, aber keine Gefahr. Hervorragend. Welcher hier ein Vasall von wem? Personalunion? Gut, ist uns auch recht. Gut, beides geht wohl nicht. So hat uns das nicht viel gebracht. Nein, hat uns nichts gebracht. Wohlan. Gut. Das passt. Wir gehen weiter. Mission erfüllt. Armee von 12
können wir uns wahrscheinlich sogar leisten. APIs integrieren wollen wir sowieso machen. Athen gegen Sizilien. Das ist machbar, aber andere Ziele sind leichter. Wir haben jetzt 6, 12 Armeen. Ja. Also. Wir gehen hier runter. Machen hier nochmal 6. Hier haben wir 1 zu 5. Puh. Eins zu drei ist eigentlich optimal. Schauen wir mal. Die Flotte kam zurück. Serbien. Könnten wir eigentlich auch gleich losschlagen. Könnten wir? Mazedonien. Monastir. Könnte uns gefallen. Wenn wir gerade dabei sind, hm? Verrückt, oder? Man muss Chancen nutzen im Leben. Also schnappen wir uns Monastir. Wie geht's hier weiter? Verbessern machen, wenn wir hier oben Frieden sind. Und prompt können wir wieder die Steuer erheben. Ja, Kriegsmöglichkeit ist minimal. Die Macht ist bald wieder mit uns. Geben wir Gas. Hier ein Hämmerchen, diesen fleißigen reparieren. Serbien ist schon quasi besiegt. Wir haben nur positive Werte im Marketing. Hervorragend. Stabilität ist sehr, sehr wichtig, einer der entscheidenden Faktoren hier im Spiel. Den letzten Sprung auf Stufe 3, wie gesagt, werden wir uns nicht erkaufen. Ja. Die Serben sind schon als Verliererstaat auserkoren. Prestige ist auch wichtig. Und wir haben noch zu wenig
Und ist noch zu klein, um das wegzustecken. Prestige kriegen wir nicht in jeder Straßenecke. Schon wieder Ende Oktober. Das werden wir wohl nicht ganz schaffen mit Monastir. Alles läuft gut. Wir sind überall im Plus. Der Händler ist immer noch nicht verschickbar. Wie läuft es bei den Ottomanen? Ha, schlecht. Schadenfreude lässt grüßen. Ritter. Wir müssen ja auf 12 kommen insgesamt. 11 sind da nicht genug. Ja, das Jahr ist vorbei. Und damit auch die Folge Nummer 2. Ich danke für euer Interesse. Und wir sehen uns wieder in Folge 3. Wo wir hoffentlich dann den Sack zumachen. Bis dann, euer Nebulon.